Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dust and Elysian Tale. Und wir sind immer noch in diesem Wald und wollen uns hier noch weiter umsehen. Fiese Gegner. Nervige Gegner, nicht nur die. Das hasse ich. Gegner, die ich nicht erreichen kann, mich aber nerven können, bis zum geht. Aber jetzt ist nichts los. So, jetzt gehe ich nochmal einkaufen. Kauf mir 2 Wandhühner. Your trend. So. Ja, das reicht mir erstmal. Ich hoffe immer mehr. Ich hoffe immer mehr, dass wir, wie ich schon mal erwähnte, bald eine Möglichkeit finden, diese Tunnel da endlich zu erkunden. Und auch da hochklettern möchte ich gerne. Es gibt noch so viele Areale, die wir nicht erkunden können. Das muss sich ändern. No way out. So. Ein Wandhuhn nehmen. Ihr werdet gemetzelt. So. So viel dazu. Und einfach weiter. Ja. Ein schönes Gemetzel. Ich liebe es, wenn ein Plan gelingt. So. Die Kämpfe sind schön stylisch und artistisch. So. Die Viecher wieder. Die hatten wir schon einmal entdeckt. Erinnert ihr euch? In der Höhle da, wo wir den Wesselkorb gesucht haben. So. Aber die sind kein Problem. Warum? Genauso wenig wie all diese Gegner hier. Die wir praktisch gerade mal im Vorbeigehen absnetzeln. Ich hoffe, dass ihr mich gut hört. Zur Sicherheit, Wettereffekte, Nachbearbeitung. Ja. So. Normal bitte. So. Ah, jetzt sieht es schon ein wenig sicklicher aus. Oder sah es wohl die ganze Zeit aus und ich habe es nur nicht gemerkt. Ich weiß nicht. So. Na egal. Ob es nun so aussah schon oder nicht. Wir gehen weiter durch den Wald. Moment, ich nehme den Speicherpunkt natürlich mit. Falls jetzt zum Beispiel ein Boss kommt, will ich es nicht. Eieieiei. Ich drücke immer nach quer oben, wenn ich weggehe. Und das löst halt eben dann den Safe, den Speicherpunkt nochmal aus. So. Weiter geht's. Hier erstmal ein paar normale Gegner. Das ist so schnell. Du hast ja was vergessen. Hey, das! Erstmal nochmal ein Schlüssel. Wunderbar. Den können wir gebrauchen. Ja! Was auch immer das für Wesen sind. Wow. Die schießen ja! Die können ja was! So. Alles klar. Kein Problem für uns. Das alles hier.
War das von der Satzen? Nein, es gibt noch etwas. Vielleicht noch eine Truhe. Oder vielleicht das Gerät, das wir finden sollen, von der Smedin her aus. Ah, ein blauer Stein, der genutzt werden musste. Ah, alles klar. Jetzt brauchen wir was für diese Wände. Ihr erinnert euch, das sind ja diese... Ah, hier sind sie. Moment, erstmal hier was wegschnetzeln. So. Ja. Das hat geklappt. Und hier finden wir das, was wir finden sollten. Hello? Hello, can you hear me? Yep. Haley, is that you? Where are you from beyond the grave? Ah, dachte ich mir. Demon blacksmith! That's the worst kind of blacksmith! Would you calm down? I'm at home with Maddie. I see you found my dad's lost receiver. Yeah, genau, das war der Empfänger. Seems to be working. That's great. Now, if you ever need to craft an item, you can do it directly from your inventory. Perfect. This doesn't mean I don't want you coming up to visit me in person. But at least I can keep an eye on you and help. Sure, Haley. I really appreciate the help. Sehr gut. Jetzt können wir direkt hier unsere Sachen schmieden lassen. Also direkt vom Inventar aus, heißt es. Genau. Wunderbar. Nein, nein. Sollst du das anlegen? Aha, geht nicht. Und dieses Slime-Ding geht auch nicht. Aber ich muss mal wieder ein paar Sachen verkaufen gehen. Nein. Du sollst den hier nehmen, den polierten. So. Die Säuerung spinnt manchmal ein bisschen, aber nur ein wenig. So. Erstmal ein paar Sachen hergestellt. So. Und all die hergestellten Sachen kann ich dann beim nächsten Händler verkaufen. Da kriegen wir dann hoffentlich auch gut Geld für. Ich glaube, das war gerade ein Gegenstand, den wir noch nicht haben. Ich kann dann ja mal nachgucken, wenn es wieder... Wow. Hier waren wir drin, ne? Hier kamen wir ja gerade her, genau. So, ich wusste es nur nicht mehr genau. Weiter hoch, weiter hoch. Uah! So. Euer Überraschungsmassenangriff hat nicht funktioniert. Oh oh. Uah. 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 Hey. Tja, das war das Problem für den Großen hier. Er war einfach zu behäbig. So. Erstmal muss ich ein bisschen das Areal freiräumen, damit ich wieder Platz zum Kämpfen habe. So. Yay! Ein Schlüssel! Irgendwie gerade im Fluge eingesammelt. Und hier gibt es einen Schatz. Genau hier. Und das war ein schwierigerer Gegner. Okay, öffnen wir diese Kiste mal. So. Schön. Tödliche Leckerei. Ah, ich verstehe. Wenn wir das essen, sind wir tot. Gut, dann nehmen wir das mal. Ach, wir haben nochmal einen Schlüssel bekommen. In der Truhe war noch ein Schlüssel. Warme Brätel. Leckere warme Brätel. We must be getting close. How can you tell? Look. Oh. We may still be able to save the others. Let's hurry. Oh, okay. Schnell. Ja. Wow. Ein wahres Massenaufgebot. Gefällt mir.
Ist jetzt Ruhe? Nein? Noch nicht. Gut. Dann nochmal nach oben. Ich will den Schlüssel haben. Jetzt müssten wir 4 Schlüssel haben, wenn wir ja den einen Schlüssel wiederbekommen haben. Jetzt guck mal nach. Wir haben genau 4 Schlüssel. Sehr gut. Mit den ganzen Schlüsseln können wir noch ein paar vergessene, beziehungsweise nicht vergessene, aber ja, ein paar Kisten öffnen, die wir vorher nicht öffnen konnten. Hier müsste aber auch noch irgendwo eine Kiste sein. Nein, hier ist eine Notiz. Die Klippe. Diese Worte sind nur schwer verständlich, aber es scheint zu sagen, reise hoch in den Norden, weit weg von diesem Ort. Warte auf den höchsten Gipfeln der Schwarzmoorberge, auf die Seele, die einen roten Kristall birgt. Roten Kristall? Roter Resonanzstein vielleicht? Sehr gut. Jetzt gehen wir mal in den Verkaufsmodus und gucken, welche Waren wir ihm geben können. Das hat er nicht. Das kriegt er. Und das hier hat er noch nicht. Kriegt er auch. Warte. Ich habe noch ein paar Sachen für dich. Ich habe da nämlich einmal einen einfachen Anhänger. 2 Angriff. Dann habe ich den da für dich. Und den da für dich. Dann habe ich den. Das, das. Das habe ich für dich auch. Und den da. Und den da. Und schon schwimmen wir ein bisschen im Geld. Was hat er denn für einen Anhänger noch? Den brauchen wir nicht. Was haben wir? Brutales Upgrade. Das ist aber nicht so gut wie unseres, wenn ich mich nicht irre. Genau. Unseres ist immer noch etwas besser. Ringe hat er auch keine besseren. Und ja, hier gibt es eben unendlich. Teleportsteine. Ein Stein, mit dem du es einmalig von einem Speisermonument auf die Weltkarte teleportieren kannst. Und natürlich eben dieser Stein der Wiedergeburt. Einen haben wir ja, meines Wissens nach. So. Genau. Your trends. Thank you. Ich werde wahrscheinlich Materialien gar nicht mehr verkaufen. Einfach daher, weil wir die zum Herstellen immer mal brauchen werden. Kann immer passieren, dass wir neue Rezepte bekommen. Ach ja, wir haben noch ein paar Sachen eingesammelt. Will ich mir mal angucken. Warme Brezel, die geben 120 Lebenspunkte zurück. Und tödliche Leckerei. Plus 1 Gesundheit heilt Verstummung. Aha. Heilt zwar nur sehr, sehr, sehr wenig, aber man sieht, heilt Verstummung und das ist gut. Und wie ich schon sehe, wir haben bald wieder ein Level. Gute Sache. So. Wumm. Nochmal. Nein! Ah? Weg vom Speicher! Punkt! So. Dass ihr auch nie hören. Uah. Der wollte schon angreifen. So, einmal hier speisern. Ich sehe da oben den. Genau, der Wald von Abadis. Genau. Da oben ist der Ziel. Nicht der, sondern das Ziel. Aber ich habe auch, glaube ich, das Ziel gesagt. Uah. Uah. Nein! Ah, ja, ja, ja. So, erstmal den vernichten. Gut, alles klar. Ha! Diese Früchte hier sind ziemlich nützlich. Dass immer so hoch hinaus muss. Ja. So. Jetzt haben wir doch erstmal hoffentlich Ruhe. Hier soll es tatsächlich einen Schatz geben. Okay. Was kommt jetzt? Ein Brand.
This was done recently. We don't have time to wait for it to die out. There's got to be another way around. Alles klar, da kommen wir nicht lang. Wir müssen hoch. Okay, wir brauchen eine von diesen... Ich nenne sie jetzt Pflaumen. Wir brauchen eine Pflaume. Gibt's hier irgendwo welche? Hier unten irgendwo? Autsch! Na, das Feuer schadet und nichts weiter. So, wir müssen... Ich kann mir vorstellen, dass wir uns eine Pflaume von dort holen können. Oh ja! Jetzt lass mich mal bitte kurz in Ruhe. Ich brauche eigentlich nur eine Pflaume. Und? Ja, ich kann sie, wie ich mir schon dachte, mitnehmen. Und bumm. Hier ist eine Notiz, Feuer und Staub. Lesen wir mal. Wir haben bereits 10 Wächter an diesem Monster verloren. Es bombardiert uns ohne Unterlass mit grünen Flammen. Es scheint fast, als hätten sie einen eigenen Willen. Aber dann fegte plötzlich ein Windstoß durchs Dorf und die Flammen verschwanden. Merken wir uns das. Das hat die Angriffe der Kreatur kurz unterbrochen. Lange genug, dass sie entkommen konnte. Wenn wir uns doch nur die Kraft eines Sturms zunutze machen könnten. Meine Kraft braucht ihr. Ein Schlüssel. Den will ich haben. That did it. I can hear the water rushing below. Das ist gut. Not very subtle, but that was... Sehr gut. Wir haben das Feuer gelöscht unten. Ob wir da irgendwie noch lang können? Im Moment wohl nicht. Wahrscheinlich später irgendwie. Monster. Wenn es weiter nichts ist. Das ist doch Alltag. Levelaufstieg. Und mein Levelaufstieg ist so imbar, dass er dieses Monster einfach... Grüner. Ja. Ach, das war's mit dem. Gut. Dann müsste ich mal den nächsten Punkt verteilen. Auf Angriff. So. Ich will offensiv noch mächtiger werden. Weil, wenn dann so ein Boss lauert, dann will ich lieber für alle Eventualitäten gerüstet sein. Bom. Das hatte gerade was. Ich mache gerade die tollsten Schwerthiebe und ein einziger Streich haut ihn um. Dachte ich es mir. Wir kommen ganz normal hier hoch. Über eben eine kleine... Über einen kleinen Umweg. Wow. Hey. Wir sind ziemlich mächtig mittlerweile. Und das sollte uns doch gut nützen. So, dann noch den grünen Ding hier auslöschen. Der sollte kein Problem werden. Ja, ganz einfach mit einem Staubsturm. Okay, aber was da lauert, denn da ist unser Zielpunkt, was da lauert, ob uns da der Boss dieser Monster erwartet oder was sonst, das, liebe Freunde, sehen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Dust. Bis dahin, ciao.